Oftmals werden die Begriffe Indexfonds und ETF synonym verwendet. Zwar bilden beide Arten von Fonds einen Index zu möglichst geringen Verwaltungskosten ab, doch Unterschiede gibt es vor allem in der Verfügbarkeit für Privatanlegende. Welche das sind, erfahrt ihr jetzt nach dem Intro. Hey, ich bin Nathanael von Evergreen. Indexfonds und ETF sind beides passive Anlagevehikel, die dazu verwendet werden, die Performance eines bestimmten Indizes nachzubilden. Ein Index ist dabei ein Wertpapierkorb, der einen ganzen Markt, einen Teilmarkt oder eine Investmentstrategie repräsentiert. Er bildet die Wertentwicklung dieses Marktes nach und dient AnlegerInnen oder Fondsmanagern als Vergleichsmaßstab. Beispielsweise enthält der Deutsche Aktienindex, kurz DAX, die Anteilsscheine der 40 größten deutschen Aktiengesellschaften. Ein Video zur DAX verlinken wir euch in der Infokarte. Da sowohl bei ETF als auch bei Indexfonds der Index die Titelauswahl und das aktive Management des Fondsmanagers ersetzt, verursachen beide Fondsarten nur wenig laufende Kosten. Meist werden einfach die Werte aus dem Index mit der entsprechenden Gewichtung im Portfolio des Fonds abgebildet. Dadurch entsteht eine große Nähe zur Wertentwicklung des Index. Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Produktarten besteht in der Börsennotierung. ETF steht eben für Exchange Traded Fund, also börsengehandelten Fonds. Sie lassen sich zu den Börsenhandelszeiten laufend kaufen und verkaufen. Indexfonds dagegen werden nicht an einer Börse gehandelt. Der Kauf und Verkauf ist wie bei den meisten aktiven, nicht börsengelisteten Anlagefonds nur einmal täglich über den Fondsanbieter bzw. die Depotbank möglich. Dazu berechnet eben die Depotbank den sogenannten Net Asset Value, kurz NAV, also den Nettoinventarwert des Fondsvermögens. Die Wurzeln des Index-Investings und damit auch der Indexfonds und ETF liegen in den USA. Der heute zweitgrößte Fondsmanager der Welt, Vanguard, hat 1976 den ersten Indexfonds für Privatanlegende auf den Markt gebracht. Ziel war es, der breiten Bevölkerung möglichst kostengünstige Indexfonds anzubieten. Der Indexfonds auf den US-Index S&P 500 wurde nur direkt vertrieben, da die Kosten keine Vertriebsprovisionen für FinanzberaterInnen zuließen. Indexfonds machen heute rund ein Drittel des Vermögens der Publikumsfonds in den USA aus und haben in angelsächsischen Märkten wie den USA oder Großbritannien einen ganz anderen Stellenwert als hier in Kontinentaleuropa. ETF wurden in den USA erst 1993 eingeführt und sind heute sogar noch populärer als Indexfonds. Über 7 Billionen US-Dollar hatten Ende 2021 Anlegende in ETF investiert. Rechnet man ETF und Indexfonds in den USA zusammen, dann machen beide Kategorien mehr als die Hälfte des gesamten Fondsvermögens aus. In Europa sind wir weit davon entfernt. In Ländern wie Deutschland, Frankreich oder Italien ist das Angebot an Indexfonds fast unsichtbar. Indexfonds werden in Europa nur institutionellen Großanbietern direkt angeboten. Die wenigen Angebote, die von Privatanlegern genutzt werden können, stammen von Vermögensverwaltern, Robo-Advisern und Fondsvermittlern und erfordern meist zusätzliche Gebühren. Allerdings sieht man in den letzten Jahren eine starke Veränderung, auch durch das Aufkommen von Trading-Plattformen wie Trade Republic und Co. Zum Schluss das Fazit. Für das langfristige und passive Investieren sind Indexfonds genauso gut geeignet wie ETF. Ein Kauf oder Verkauf um 12 oder 16 Uhr wird sich wahrscheinlich kaum auf den Wert der Anlage in 20 Jahren auswirken. Da man hierzulande jedoch nirgends Indexfonds ohne zusätzliche Gebühren kaufen oder besparen kann, haben sich in Europa die ETF bei kostenbewussten Anlegern durchgesetzt. Und die Erfahrung zeigt, die Handhabung ist dank moderner Online-Broker inzwischen genauso einfach und günstig wie bei Indexfonds in den USA. Noch machen ETFs in Kontinentaleuropa weniger als 10% des gesamten Fondsvermögens aus. Vor allem die Zuwächse in den vergangenen Jahren zeigen aber klar, dass dieser Anteil wächst. Und die Zahlen in den USA zeigen auch, wohin die Reise gehen könnte. Zum Thema ETF haben wir dir hier noch 2 weitere tolle Videos von uns verlinkt. Vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Bis bald und liebe Grüße aus Leipzig.